Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Schauen wir mal, was wir bis da nach oben risen können. So, wir brauchen ja irgendwie irgendwas Schweres. Die Truhe da unten zu befreien, sozusagen. Um sie frei zu schalten. Da herum sind Steine. Na super, dann musst du da bis da runter werfen. Wie soll das gehen? Es geht ja nie, bitte. Das ist so schon gar nicht. Und weg ist er. Oh Mann. Gibt's hier irgendwas Schweres, das muss ich ausbeugen können? Oh ja. Okay. So. Oder drüber? Echt schwer zu sagen. Lebt es am Einschlag? Ja, okay. Warte mal, vielleicht kann man es bis da nach hinten werfen. Jetzt ist es hin. Toll. Und ja, klar, jetzt ist es natürlich weg. Aber okay, wir sind da genau drüber. Passt. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man das da oben machen soll. Mir fällt nichts mehr ein. Schauen wir uns noch irgendwas anderes um, bevor wir da unsere Zeit verschwenden. Da können wir ihn zum Beispiel. Schauen wir mal, ob wir das hier schaffen stattdessen. Die Truhe werden wir so schnell nicht kriegen, das muss ich mir erst online anschauen, wie das geht, weil ich hab keine Idee mehr. Ich habe keine einzige. Den Schiffen irgendwas zu holen gibt. Genau, schön festhalten hier. Oh. Das ist schlecht jetzt. Ist halt so. Ja, das mit der Ausdauer beim Schwimmen finde ich echt scheiße, muss ich sagen. Vor allem, wenn man die Ausdauer unter Wasser auch verbraucht einfach, ne? Das taugt mir gar nicht. Das System finde ich echt bescheuert. Weil man keine Luft hat, ne? Also man kann so lange unter Wasser bleiben, wie man will, solange man halt Ausdauer hat. Weil es nicht nach Luft geht. Das ist irgendwie unlogisch einfach. Wird wohl so schnell nicht mehr aufstehen. Vielleicht geriet er in denselben Sturm, der auch Phoenix herbrachte. Bedauerlich. Immerhin ist er am richtigen Ort, dass Hermes seine Seele in die Unterwelt geleiten kann.
Lebte er noch, wäre er jetzt zu Stein verwandelt. Phoenix muss erst Opfergaben für ein angemessenes Begräbnis finden. Was? Nein. Phoenix hat schon genug zu tun. Für uns. Lass dich nicht ablenken, Phoenix! Ich werde nicht so viel genug Ausdauer dafür haben. Das ist halt auch irgendwie behindert, oder? Also wir haben generell zu wenig Ausdauer, dass wir das gar nicht schaffen können, oder? Ja, es scheint so. Es ist ein Drittel schon weg. Wir sind noch nicht weit gekommen. Hälfte weg. Ja, die Ausdauer war schon vorher schon voll. Muss bis daher gehen. Da müssen wir zwischendurch dann einfach noch Ausdauer Pizza fressen oder was nicht. Ja, das geht. Ist schon behindert, oder? Ich weiß nicht, das sind echt so Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben. Das würde ich als schlechtes Game Design einfach bezeichnen. Boah, das wird knapp. Wow, zwei Münzen. Verarsche, oder? Nein, immerhin haben wir das erledigt. Hä? Oh. Wart mal. So bin ich da oben, oder? Klar ist das da oben, das wollen wir gar nicht machen jetzt. Ach, da ist das Observatorium, da kann man auch hinreisen. Aber wir gehen einmal dahin, weil offensichtlich hat er hier irgendwas vor. Sehen, wo wir da hinkommen. Ausdauer regeneriert sich ständig, schließe das Gewölbe ab. Einfach nur irgendeine Herausforderung, ja, und... Oh Mann, wir haben hier eine Zeitvorgabe. Ja, was soll ich hier machen? Durchgleiten, oder? Ja, das ist das, was wir sollen. Was ist das? Oh, wir haben ja... Was? Was? Kann ich hier nicht... Ich kann hier nicht draufklettern. Was zum Henker? Was? Also wenn sie das zeitbasierend macht, dann... Was sind das für Dinge überhaupt? Na gut. Das heißt, wenn du da unten stehst, dann ist es vorbei. Du hast schon verloren. Geil. Echt geil. Ja, wir müssen da runter. Es geht nicht anders. Da kannst du nicht. Nichts anderes machen. Ja, was soll ich da machen? Ich komme da nicht hoch. Und
Scheinbar soll man diese Dinger einsammeln. Für eine Scheiße hier bitte. Kann man irgendeiner das erklären, was man hier machen soll? Nein, gell? Das kann man wahrscheinlich niemand erklären. Und was sind das für Kugeln? Die werden ja nicht mal angezeigt. Ja, vielleicht muss man da später hinkommen. Vielleicht kann man das noch nicht machen. Ich hasse halt, wenn du solche Sachen machen kannst, wenn du sagst, hey, du kannst in das Portal reingehen, aber man gibt dir schon die Quest, sagen, hey, geh doch da hinein. Und du kannst es aber gar nicht machen, oder? Weil dir irgendwelche Fähigkeiten noch fehlen. Das ist einfach. Das sind so, sowas macht man einfach nicht, ja. Das ist echt schlechtes Game Design, das ist unglaublich. Also Ubisoft, das für das Spiel kriegt sie eine 5, definitiv. Es ist eine Hoffnung interessanter Ideen, die unglaublich schlecht umgesetzt sind. Unglaublich schlecht. Eines der schlechtesten Spiele des Jahres, ganz ehrlich. Kann man nicht anders sagen, tut mir leid. Hier nichts machen. Okay. Ausdauertränke gibt es leider trotzdem keine, die man eigentlich. Das sind eigentlich die allerwichtigsten. Oder die dauernd für alles Ausdauer brauchst. Dann gehen wir halt einmal dahin. Schauen wir, ich nicht drauf vergesse, dann werde ich das einmal. Dieses Portal-Dings da mal googeln, ob das. Ob wir da einfach einen Scheiß gemacht haben oder ob das wirklich nicht geht. Dass man halt. Weiß nicht, wenn man halt Marschvoll-Fähigkeiten hat, Endgame oder sowas vielleicht. Wir landen dann ohne Ausdauer bei den Bären da unten. Das hat man gern. Hey, da ist Ambrosia. Jetzt haben wir genügend für mehr Leben. Das Adonia-Fest. Ah, das stinkigste aller Feste. Das Richtige für Adonis, aber er war nicht der Richtige für Aphrodite. Sie hatte Besseres verdient. Beim Adonia-Fest feierten Frauen ihre Selbstentfaltung. Sie tanzten auf Dächern und brachten duftende Pflanzen wie Fenchel und Kohl zu den Feierlichkeiten mit. Im Sinne der Adonia, ist es nicht Aphrodites freie Wahl, wen sie liebt? Nicht, wenn er scheußlich ist wie dieser Gestank. Und doch ließen die Dorfbewohnerinnen Jahr für Jahr diese Düfte von den Dächern aufsteigen. Vielleicht ging es vor allem um die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Phoenix würde am Fest teilnehmen und sich Adonia öffnen müssen, um Zugang zum Gewölbe zu erhalten. Ja, ich hab's gesehen, Prometheus! So ein kleiner Nebensatz und du wirst rot wie ein Granatapfel. Du hast deine Vorlieben und ich habe meine. Weißt du, warum Rosen rot sind? Ich erfahr's bestimmt gleich. Lol. Nachdem Adonis von dem Eber tödlich verwundet worden war, trauerte Aphrodite auf einer Blumenwiese um ihn. Ihre Tränen mischten sich mit Adonis Blut und färbten die Blumen rot. Ah!
Oho. Das tut sich ganz schön schnell. Oho. Wow. Weißt du, warum Veilchen blau sind? Weil sie die Luft anhielten, bis du deine Geschichte zu Ende erzählt hast. Ich kann immer noch die Schreie der Sterblichen hören, die vor dem kaledonischen Eber flohen, während er ihr Land verwüstet und ihre Ernte vernichtet. Und das alles nur, weil König Eunoes vergessen hatte, Artemis eine Opfergabe darzubringen. So. So, nicht das, was wir hier wollten. Wo exactly sind wir hier? Wieder irgendeine Herausforderung abgeschlossen, bei der du keine Ahnung hast, welche. Ach. Warte mal. Wirklich? Die gibt's eine Träne zu holen? Questbereich, ja. Da waren wir schon mal ein bisschen in einem Hindernis, wie wir da reinkommen. Müssen wir hier auch den Salat drauflegen, was wir da unten gesehen haben, oder was? Das ist, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, was ist denn da oben? Der war so ein Salat. Hier gibt's nur so verdorrte. Hier gibt's keinen frischen. Muss man das verstehen? Mit diesen komischen verdorrten. Ah, warte mal. Hier ist aber einer, der gut ist. Oh, da passiert nichts. Dafür verwendet. Oh. Okay. Oh, auch nicht schlecht, ha? Starkugeln, aha. Mehr betäubt, okay. Den Vogel kann man so irgendwie einsetzen. Nicht schlecht. So, wo kriegen wir jetzt noch mehr so Salat her? Das ist
halt jetzt die Frage. Wir brauchen drei Stück nämlich, ne? Ich denke mal da unten. Ja, da gab es halt einen. Ja, da glitzert irgendwas. Warte mal, hier ist ein Schwierrätsel außerdem. Sag mal, täusche ich mich oder sind diese Schwierrätsel jedes Mal gleich? Sollten wir es eigentlich hinkriegen. Jetzt geht's mal im Kreis, oder? Ach nee, warte mal, ich bin ja auch schön. So können wir hier. Ein Zentau. Sechs Münzen, na ja, schon besser. Können wir wieder was freischalten. Es war nicht klug von Adonis, so oft bei Aphrodite zu sein. Sie hatte viele eifersüchtige Liebhaber. Naja, sie war nicht in seinen Verstand verliebt. Er starb durch den Eber, den Ares aus Eifersucht geschickt hatte. Doch als die trauernde Aphrodite Nektar über Adonis Wunden goss, entsprang eine wunderschöne Blume als Zeichen der Auferstehung. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.